Pippassa Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer neuen Folge Side Effect Stories mit dem guten Jan Saffe. Was geht ab, mein Lieber? Ja, grüß dich Mike, viele Grüße nach Berlin. Ja, ich bin gerade ein bisschen im Stress, Wettkampfsaison, brutal, viel zu tun. Habe gerade noch mit ein paar Athleten telefoniert vor unserem Date hier. Mhm. Und ja, aber soweit läuft alles, ich bin sehr zufrieden. Letzte Woche hatten wir Newcomer-Meisterschaft. Mhm. In Koblenz. Ich habe von 7 Athleten 6 Finalplätze eingefahren. Geil. Davon 2x Gold, 2x Silber. Also ich bin zufrieden. Mega. Ja, Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Ich hatte da die Bilder auch ein bisschen verfolgt. Ja. Läuft und freut mich natürlich auch für dich. Ich sage immer, wenn man seine Arbeit gut macht, setzt sich das durch. Ne? Und von dem her. Ja, auf jeden Fall. Bei dir ist halt schön, du hast das Ganze ja auch so ein bisschen dadurch, dass du viel Wettkampfbetreuung machst, hast du das Ganze auch sehr schön messbar teilweise. Ne? Das ist etwas, das merke ich immer wieder, das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen habe ich mir gedacht, also mich hatten ja schon immer wieder Leute gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich habe mir jetzt in letzter Zeit gedacht, ich habe jetzt ein paar mehr angenommen, die auch auf die Bühne möchten, weil ich daran ja auch mega Spaß habe. Und ja, werden wir mal sehen, wie das so läuft. Aber macht auf jeden Fall Spaß, mir das so anzugucken, wie du das immer so mit Herzen machst. Feiere ich sehr. Du fährst ja auch überall mit, oder? Ich fahre eigentlich, wenn es mir möglich ist, überall mit. Leider ist es jetzt so, wir haben jetzt am Samstag den Nordsee-Cup vom NAC. Da an demselben Tag findet die Dennis-Wolf-Klassik von der NPC statt und die internationale deutsche Meisterschaft vom GmbF. Okay. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die international ist, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber die deutsche Meisterschaft vom GmbF. Und das ist alles an diesem Samstag. Und das ist natürlich, ich kann mich ja nicht dreiteilen, das geht halt nicht. Mhm. Na, da muss ich immer die Saison gut planen und ich gucke halt immer, wo sind Newcomer, wo sind welche, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben und kommuniziere das mit den Athleten und bei manchen, die brauchen halt noch ein bisschen mehr, dieses Babysitting und ein paar halt nicht. Und ich gucke auch, wo sind wie viele und ist das eine Quali, ist das eine wichtige Meisterschaft und so. Und dann versuche ich mich so aufzuteilen, dass das auf jeden Fall funktioniert. Mhm. Klingt gut. Und wenn wir jetzt von Bodybuilding sprechen, von Wettkämpfen, von allem, was dazugehört oder von jedem Einzelnen, der sich mal gesagt hat, ich interessiere mich, den Bodybuilding-Sport in vollsten Zügen auszuleben und möchte natürlich auch ein bisschen hart im Stoff rangehen. Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich treffen, die darf jeder für sich treffen. Und obwohl das in Deutschland immer noch stigmatisierter ist als in vielen anderen Ländern, was sehr schade ist, sind wir doch immer noch vielleicht auch in einer kleinen Bubble der Meinung, dass jeder das für sich entscheiden darf und jeder das auch so machen soll, solange niemand anderem schadet. Was ist aber, wenn das Ganze explizit anfängt, dir selbst zu schaden? Was sind so die Situationen, die es da gibt? Was sind die Erfahrungen, die wir damit haben? Und vor allem, ist es denn nicht auch denkbar, dass ab dem Moment, ab dem es dir selbst schadet, dass es vielleicht auch jemand anderem schaden könnte? Das ist nämlich das Interessante an der ganzen Sache. Und heute soll es tatsächlich darum gehen, Jan hatte die Idee, weil wir immer die ganze Zeit am Gucken sind, was kann man noch machen, was gibt es denn an Side-Effects? Wir können immer deeper reingehen. Und jetzt kommt eine Thematik, die, glaube ich, viele betrifft, sowohl beim Absetzen als aber auch zwischendurch. Und eigentlich soll es gerade eher darum gehen, so wenn du voll dabei bist und du wirklich merkst, du hast es so schön gesagt, Mental Breakdown, du hast einen Durchhänger, du merkst irgendwie, dass deine Psyche nicht mehr so richtig mitspielt, du bist lethargisch, du bist nachdenklich, du bist und weit über die Wettkampfdiät manchmal auch hinaus, ne? Einfach so gedrückt. Und darum soll es heute gehen. Also deswegen freuen wir uns jetzt schon sehr. Wir werden komplett offen und ehrlich sein und wir freuen uns auch gerne. Teilt eure Erfahrungen mit uns hier in den Kommentaren. Wir sind gespannt. Und zur Einleitung, was möchtest du sagen, Jan? Hast du uns schon mal was zu erzählen? Ja, also vorbereitet habe ich natürlich überhaupt nichts. Nein, aber ich hatte immer die Idee, das finde ich gut. Also ja. Man muss ja auch immer ein bisschen gucken, was kann man jetzt noch machen. Es gibt halt einmal physische Nebenwirkungen, davon haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Und psychische Nebenwirkungen, davon haben wir jetzt zum Beispiel den Roid Rage schon behandelt. Die Folge ist sehr gut bei uns angekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das Thema Psyche ist auch sehr interessant, gerade im Leistungssport, im Leistungsbodybuilding. Und bei mir ist es so, ich habe viele Athleten, die früher auch andere Leistungssportarten gemacht haben. Fußball, Turnen, irgendeine Kampfsportart oder sowas in der Richtung. Und meiner Meinung nach ist es sehr, sehr schwierig, diese Leute im Bodybuilding zu betreuen, weil die das Wettkampfgeschehen komplett anders kennen als das eigentlich im Bodybuilding der Fall ist. Weil beim Bodybuilding hast du das Problem, dass du bereitest dich auf eine Meisterschaft vor, du gehst in Prep und bei allen anderen Sportarten ist es so, also wir müssen erstmal bei den anderen anfangen, ist es so, dass ich an meinem Game Day, am Wettkampftag,
da habe ich am meisten Power. Das heißt, ich trainiere mich die Phase vor dem Wettkampf, das wirst du mir auch bestätigen können als Kampfsportler, darauf hin, dass ich an dem Tag, wo ich meinen Fight habe, wo ich meinen Wettkampf habe, am stärksten bin, am ausgeruhtesten, am fittesten und am meisten Performance bringen kann. Na, zum Beispiel ein olympischer Gewichtheber macht bei seiner Meisterschaft mehr Gewicht als im Training. Fakt, ne? Oder auch beim Sparring wird nicht ganz so doll auf die Fresse gehauen wie letztlich im Wettkampf, ne? Also im Zweikampf. So, das heißt, da trainiere ich mich darauf hin, an dem Tag so stark wie möglich zu sein. Beim Bodybuilding ist es umgekehrt. Ich fange in der Prep an, da bin ich am fittesten, weil ich komme aus der Offseason, ich habe am meisten Power, gute Kalorien, einen Körperfettanteil, der für mich gesund ist, meine Hormone sind in Balance, optimalerweise vom Coach so geplant. Und dann gehe ich in eine Prep und mache mich sukzessive schwächer. Ich fange an, weniger zu essen, ich fange an, mehr Output zu generieren. Ich habe auch dementsprechend mehr Belastung generell, weil ich ja auch ein Datum habe, zu dem ich fertig sein muss, also auch mehr Stress. Und dann läuft die Badewanne langsam leer. Und zu dem Zeitpunkt, wo es mir am allerbeschissensten geht, völlig ausgezehrt und völlig entwässert, da muss ich abliefern. Und deswegen ist dieses Wettkampfgeschehen extrem schwierig für Leute, die das nicht kennen oder auf eine andere Art und Weise kennen. Also gerade Newcomer jetzt, ne? Da sehe ich das jetzt auch wieder. Die Leute müssen aufgefangen werden. Und dass man hier oben in der Birne dann durchdreht, das ist vollkommen klar. Ne? Ja, Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. das ist tatsächlich etwas, das man immer wieder so sagen muss. Ich glaube, das ist auch die größte Kritik an Bodybuilding als Sport. Weil man ja Sport tatsächlich auch, das hat Goku mal gesagt, glaube ich, in dem Video, der meinte, dass er einen Sport immer noch dadurch definiert, dass man, wenn man antritt, topfit ist, Top-Leistung bringt und auf seinem Höchstleistungsniveau ist und dass das im Bodybuilding eigentlich eher eine Kunst ist, weil man sich ja quasi körperlich malträtiert und bis man nur noch an einem Punkt ist, an dem man ja gar keine sportliche Leistung mehr per se bringt. Also ich meine, jeder, der jetzt mal auf der Bühne war, wird mir jetzt widersprechen und wir wissen alle, Posing ist verdammt anstrengend, keine Frage. Aber es geht ja wirklich darum, du bist in dem Moment quasi wie so ein Kunstwerk. Und das geht dann eigentlich schon, auch die Bewegungen und alles, das geht schon fast mehr in Richtung Kunst. Und ich glaube, dass da tatsächlich dann auch schon viele Leute auch nicht wissen, was sie erwartet. Also ich erinnere mich gerne an meine erste Diät. Ich habe so ein paar Momente gehabt, wo es mich auch überrascht hat, wo ich immer mehr gemerkt habe, so, also irgendwie nervt es gerade so. Also irgendwie war ich immer wieder so, dass ich dachte, so irgendwie ist es irgendwie scheiße. So. Bei mir war halt auch noch das Ding, ich habe mich nicht darum gerissen, das zu machen, sondern das hatte sich ergeben. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, machen wir. Und währenddessen dachte ich dann so zwischendurch wirklich, was ist denn das für eine Scheiße? So wirklich. Ich dachte das genauso, weil ich habe in meiner Jugend, ich habe Basketball gespielt, ich habe Football gespielt, ich habe Judo-Turniere gemacht, alles Mögliche. Ich habe Kickbox-Kämpfe gemacht. Also ich kenne das alles. So. Und genau wie du es gesagt hast, so, ich kenne diesen Wettkampfgedanken halt komplett anders. Und für mich war das quasi wie so ein Abstieg. Einfach ein Abstieg. Während ich es bisher kannte, ich werde immer besser, ich werde immer besser und dann haue ich raus. So, ne? Und das ist schon nicht ohne. Was würdest du denn sagen? Wir müssen jetzt vielleicht hier mal unterscheiden. Es gibt, denke ich mal, einen offensichtlichen Part der Breakdowns so mental. Und das ist natürlich mit voranschreitender Diät. Ja, Würdest du denn, definitiv. um das mal auszuklammern, würdest du sagen, wenn jemand aus der Diät rausgeht, wo sind die Mittel und Wege, wie derjenige vielleicht auch so einen Breakdown davontragen könnte? Also kann das sein? Ich habe es nämlich schon erlebt tatsächlich, vor allem bei Bodybuildern, die immer wieder eine Diät gemacht haben, habe ich erlebt, dass da so von Diät zu Diät auch gefühlt so ein kleiner Knacks zurückgeblieben ist. Ja. Und da können wir vielleicht auch gleich mal auf so ein paar Effekte im Körper zu sprechen kommen, durch die man sich das vielleicht erklären könnte. Und ich denke, das Hauptbeispiel, vielleicht kannst du einfach mal anfangen, dann setze ich ein. Ja, also es gibt natürlich einen Riesenpunkt oder ein Riesenthema im Bodybuilding, das ist der Begriff Essstörung. Da würde ich aber fast sogar sagen, das ist fast ein eigener Side-Effekt, den man nochmal machen könnte, Das weil stimmt. das halt ein brutales Thema ist, was auch eher Mädels betrifft oftmals, gerade in den niedrigeren Klassen wie Du, Bikini zum Beispiel. du hast voll recht, aber ich weiß nicht, wie es nach deiner ersten Diät war, aber ich bin so ausgerastet, wirklich auch tagelang, dass ich habe auch quasi, wenn es hier oben schon Lebensmittel auf Lebensmittel gestoßen ist, habe ich noch weiter reingedrückt. Und ich bin nachts 2 Stunden spazieren gegangen, nur damit ich meine Vorräte im Kühlschrank schaffe, die ich über die Diät angesammelt habe, die ich unbedingt essen wollte. Und ich habe beim Spazieren aufgestoßen, mir kam Schokolade hoch. So, aber ey, oh, hör mal, also ja, du hast recht.
Aber ich glaube, mit dem Gefühl kann sich jeder nach einer Diät identifizieren. Ich glaube, das geht vieler. Und das ist eine gute Idee. Lass uns darüber eine eigene Folge machen. Ja, weil die Folge, das ist ja noch weiterreichend, auch bis in der Off-Season, wo man halt, also ich habe das mal ganz schön zusammengefasst, Bodybuilding definiert sich eigentlich dadurch, ich esse immer, wenn ich keinen Hunger habe und ich esse nie, wenn ich Hunger habe. Dadurch definiert sich Off-Season und Diät. Ah, sehr Und das geil. ist Ja. eigentlich der Sport, ne? Das ist der Sport, ne? Und das ist das, was der Struggle ist, weil wenn du einen Bodybuilder in der Off-Season fragst, der sagt, boah, um Gottes Willen, die scheiß sechs Meals hier schaffe ich nicht, ganze Reis immer. Und wenn du den aber ein halbes Jahr später fragst, dann sagst du, boah, gib mir bitte noch ein bisschen Gemüse. Also das sind das völlig unterschiedliche und das ist, wie gesagt, glaube ich, ein Thema, da kannst du so locker eine Stunde drüber reden, weil das halt von allen Phasen sehr unterschiedlich ist. Aber das, worauf wir jetzt eigentlich hinaus oder worauf du, glaube ich, hinaus wolltest, ist eher so ein bisschen diese Phase, dass man in ein Loch reinfällt, wenn man kein Ziel mehr hat. Ne? Also du hast halt, du arbeitest auf ein Ziel hin, Wettkampf, Fotoshooting, was auch immer, Lifestyle-Kunde will im Sommer am Beach gut aussehen für einen Malle-Urlaub, keine Ahnung. Gibt ja diverseste Motive, die eine Diät rechtfertigen letzten Endes. Möchte ich hier auch gar nicht irgendwie degradieren, wenn das jemand jetzt nicht als Bühnensportler macht, weil da kannst du trotzdem, du kannst das immer rechtfertigen, sowas zu machen, ist meine Meinung. Ne? Also jeder kann machen, was er möchte. Ob ich jetzt sage, ich will nur Fotoshooting machen für meine Frau und damit 6% Körperfett stehen oder jemand sagt, ich will auf die Bühne gehen. Keins von beiden oder beides von beiden rechtfertigt Stoffkonsum, meine Meinung. Also weil immer alle sagen, der geht ja gar nicht auf die Bühne, warum stofft denn der? Da sage ich immer, ja, scheiße, Mann, weil du da einen Blechpokal kriegst und einen Beutel Eiweiß nach 6 Monaten Diät, deswegen rechtfertigt das jetzt irgendwie ein Gramm Trend die Woche oder was? Also das ist halt immer so, ne? Deswegen, jeder kann machen, was er will, Das finde ich. ist ja Aber so wenn du kein... die typische Oldschool-Ansicht, ne? So, die Ja, stoffen ja heute alle, obwohl sie nicht auf die Bühne gehen. So, ne? ja. Ja, und das sind aber auch die, die meistens auch von früher selber noch ziemlich kaputt sind von dem Zeug, weil sie nicht so viel richtig gemacht haben, leider. Also habe ich auch ganz viele, nicht im Coaching, aber die ich so kenne von früher noch. Ne? Nee, aber du hast das Ziel ist weg, weil du hast den Wettkampf geschafft, das Fotoshooting geschafft oder was auch immer. Und danach hast du ja so ein Ding, entweder du setzt dir ein neues Ziel oder du fällst halt in so ein Loch. Und wenn du dann keinen hast, der dich abfängt, dann machst du meistens Fehler. Und die Fehler sind entweder für deine Form extrem scheiße, sodass du innerhalb von 2 Wochen alles kaputt machst, was du vorher 3 oder 4 Monate richtig gemacht hast. Oder du hast halt das Problem, dass du in diesem ganzen Wahn hängen bleibst und dir dann halt wirklich langfristig ein psychisches Problem aneignest, weil du einfach da nicht mehr rauskommst. Und das Problem haben halt sehr, sehr viele Wettkampfsportler. Ja, mit Sicherheit. Da hast du was Gutes gesagt. Das ist so auch so ein typisches Ding von manchen Leuten, die sich auch zum Beispiel direkt nach dem Wettkampf von ihrem Coach trennen, so, und danach komplett outragen. Vielleicht wollen sie den Coach auch nicht hören, so. Vielleicht wollen sie danach nicht hören, ey, mach mal nur entspannt, mach mal nur ein, zwei Meals, wollte ich damals auch nicht hören. Und danach erstmal wieder zurück in die Struktur, wir reversen dich langsam. Was? Ich kann jetzt essen, was ich will. Und naja, dann im Endeffekt ist genau das, was du sagst. Man muss eigentlich aufgefangen werden. Entweder man Das macht Dümmste, selbst, ganz aber kurz, da muss ich mal ganz kurz einmal rein. Tut mir leid, wenn ich dich unterbreche, alles aber das gut. ist mir ganz wichtig, weil das ist für alle Wettkampfsportler wichtig. Überlegt euch, was ist schwieriger? 10 Kilo Fett abbauen oder 10 Kilo Muskeln aufbauen? So, und dann überlegt euch, wo braucht ihr den Coach mehr? In der Diät oder im Aufbau oder vielleicht in beiden. Das heißt, Leute, die sich nach dem Wettkampf von ihrem Coach trennen und sagen, ach, die Off-Season mache ich alleine, das sind die, die im nächsten Jahr genauso oder sogar noch schlechter wieder auf der Bühne stehen und null Improvement haben. Null. Das heißt, wenn ich dich auffange nach einer Wettkampfsaison und sage, wir machen eine Reverse-Diet, wir bleiben in Kontakt, wir machen dies und das und das, gehen dann in die Off-Season geplant auch, das ist das, wo ihr wächst, das ist das, wo ihr besser werdet. Ne? Also eine Off-Season alleine zu machen, machen viele Frauen. Also ich habe das schon oft gehört, dass die dann sagen, ach ja, der Wettkampf war so schön, aber jetzt will ich mir auch wieder mal was gönnen und so. Und Off-Season, die Definition von Off-Season ist nicht Fett fressen und nicht trainieren gehen. Die Off-Season ist Improvement, also verbessern. Das wollte ich nur mal ganz kurz einwerfen. Sorry dafür, aber das war mir Alles gerade mal gut. wichtig, weil das ist für Wettkampfsportler wirklich, bleibt bei eurem Coach oder keine Ahnung, wenn ihr unzufrieden seid, wechselt von mir, aber habt einen Coach in der Off-Season, ist mir ex persönlich extrem wichtig. Das ist aber auch immer so ein, das ist so einer der Fehler, da sind wir fast schon wieder bei deinem Format, einer der Fehler, die ganz, ganz schnell passieren sind, ist, dass man halt erstens zum Beispiel glaubt, das ist die eine Seite, das hat ja so gut funktioniert, das habe ich ja quasi alles alleine gemacht. So, wofür brauche ich denn den? Und der andere Fehler ist, dass man sagt, ah, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Der ist schuld. Also, ich mache das jetzt mal besser. So, das sind zwei Szenarien, die tatsächlich gerne mal eintreten und beide führen halt dazu,
dass du halt tatsächlich auch dann selbst Hand anlegst. Das muss ja auch nicht unbedingt immer schlecht sein, aber nicht das, also es gibt nicht umsonst immer wieder Athleten, egal wie gut die selbst sind oder egal wie sehr die selbst coachen, man gibt es einfach in eine andere Hand ab. Ich würde das auch machen. Also würde ich jetzt nochmal einen Wettkampf machen wollen, würde ich es abgeben. Einfach damit ich mir darum keine Gedanken machen muss. Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt, der fehlt für den neutralen Blick von außen. Und wenn dir der fehlt, dann bist du in so einer Spirale und da erlaubst du dir halt so viel, wie du willst. Und du hast es sehr, sehr gut gesagt. Dir fehlt dann so ein bisschen die Richtung, dir fehlt so ein bisschen das Ziel. Jetzt müssen wir aber einmal sagen, ist denn jetzt jeder, der aus dem Wettkampf rausgeht, zwangsläufig an ein Ziel gebunden? Oder ich persönlich würde sagen, eigentlich muss es doch auch irgendwie möglich sein, und das ist es auch, dass du selbst sagst, ich entlasse mich jetzt einfach, ohne dass ich weiß, ich gehe in einem Jahr wieder auf die Bühne, in einem halben Jahr wieder auf die Bühne, aber ich habe weiterhin den Anspruch an mich, möglichst gut auszusehen. Das ist ja auch Ja, da ist sicherlich wieder irgendein der, Ziel. genau, da ist auch wieder der große Unterschied. Es gibt zwei Arten von Leuten. Es gibt einmal Leute, die machen den Bodybuilding-Sport oder auch diesen Bühnensport, weil sie gerne trainieren. Und dann gibt es die zweite Gruppe von Bodybuildern, die gehen auf die Bühne, weil sie gerne auf die Bühne gehen wollen. Das ist ein riesiger Unterschied, weil der erste Teil, der genießt die Reise, der zweite Teil, der genießt das Ziel. Und der das Ziel genießt, der hat praktisch schon verloren, wenn er keinen Coach hat und nicht hundertprozentig vertraut. Weil es gibt ganz viele, die sagen, ja, dieser Bühnenlook, der gefällt mir gut, so möchte ich ausschauen. Die mögen das aber nicht, den Prozess bis dahin zu durchstreiten, jammern viel, machen auch oftmals Fehler, und haben auch oftmals den Hang dazu, Dinge falsch zu machen. Also sprich zu cheaten in der Diät, sich nicht an Pläne zu halten, das Ganze nicht genau zu lesen, auch teilweise mehr Stoff zu nehmen, als der Coach aufschreibt. Solche Sachen, ne? Also ein bisschen falsch einfach das alles machen, ohne Vertrauen. Und die Zweiten, die die Reise genießen, die freuen sich eigentlich immer, weil jeder Tag geil ist, weil die denken so, ja, Mann, ich bin auf einem guten Weg, mein Coach sagt mir, ich sehe gut aus und so. Bald ist der Wettkampf. Und ich gehörte auch immer zu der Sorte. Und bei mir war das so, der Wettkampf war gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war es, beim Wettkampf zu sehen, woran ich noch arbeiten muss, um dann in der Offseason wieder besser zu werden. Weil der Wettkampf-Look hat mir persönlich nie gefallen. Ich war immer zu dünn, hatte ich das Gefühl. So, und dann hatte ich jedes Mal, wenn ich aus dem Wettkampf rausgegangen bin, immer gesagt, okay, da musst du noch, Lattansatz muss besser werden, das muss besser werden, nächstes Mal untere Bauchmuskeln müssen mehr Condition haben, dies, das, das. Und dann, wie kriege ich das hin? Und sofort wieder, buff, direkt dran weitergearbeitet und das war wieder mein nächstes Ziel, ne? Und bei mir ist so immer der Weg das Ziel gewesen, ne? Immer der Weg zur weiteren Verbesserung und dadurch habe ich eigentlich diese Probleme nicht so groß gehabt, aber die erstere Gruppe, die haben meistens das Problem und die muss man auffangen als Coach. Ich kann das völlig nachvollziehen. Ich kann mich erinnern, in der ersten Diät hatte ich so ein bisschen, wie gesagt, so einen Schreckmoment, als ich gemerkt habe, dass die Diät mich doch nervt. Aber ich habe schon immer, was ich gemacht habe, und das mache ich bis heute, das Ganze gemacht, um es zu machen. So, Ja, wenn der Moment gekommen genau. ist, dann bist du so ein bisschen traurig. So, das ist tatsächlich immer so, weil ich bin immer gern auf dem Weg. Ich bin wirklich eigentlich immer auf dem Weg. Ich bin die ganze Zeit auf dem Weg. Bevor ich mein, das mache ich ja seitdem genauso mit irgendwie, ich habe irgendein Ziel von so und so viel Muskelmasse, von so und so viel KFA und da bin ich dann gerne auf dem Weg hin. Und wenn ich da bin, dann habe ich schon wieder irgendwas anderes im Sinn. Und ich glaube, das ist ja auch der Typ Mensch, den du so schnell nicht aufhalten kannst. Diesen Menschen musst du halt eigentlich nicht wirklich, also die setzen sich ja auch immer wieder Selbstziele. Das ist ja so das Ding, so sehe ich das zumindest. Aber ich glaube, du hast halt auch ein großes Problem dahingehend, wenn du sehr, sehr viel Hoffnung auf eine Platzierung gesetzt hast und auch fälschlicherweise diese Platzierung irgendwie mit deinem Selbstwertgefühl verstrickst. Ne? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, du bist relativ gut bei einer Newcomer-Meisterschaft gestartet, weil lief eigentlich gut, du warst gut platziert, du warst vielleicht genetisch gut dabei, du hattest Glück in deiner Klasse und auf einmal stehst du beim nächsten Mal lieber vor den Tieren und dann wird dir plötzlich klar, so, ey, ich bin jetzt, keine Ahnung, direkt rausgeflogen. Und dann, ich weiß nicht, die Leute verstehen ja oft auch nicht, wie viel Bodybuilding-Shows man eigentlich machen muss, damit man einfach so eine gewisse Übung darin hat. Aber auch damit die Kampfrichter dich auch kennen, damit die Szene dich kennt, damit du akzeptiert wirst, damit du auch gelassen wirst auf gut Deutsch. Und wenn du dein Selbstwertgefühl, glaube ich, nur danach richtest, wie du dort bewertet wirst, und ich denke, das tun manche immer noch, dann hast du auch relativ schnell ein Problem. Und dann bist du nach so einem Wettkampf auch relativ down, würde ich sagen. Ja, das ist auch sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Also viele Athleten kommen zu mir und sagen, ich fahre dahin, um zu gewinnen. Das hat sich so eingefahren,
Fleisch, ne? Dass man immer so denkt, okay, du hörst das ja auch schon häufiger, die sagen, ich fahre da nicht hin, um Zweiter zu werden, ohne den ersten Platz fahre ich nie nach Hause und sowas. Da denke ich immer an den Film Im Auftrag des Teufels. Kennst du den? Mit Ich glaube, Al also Pacino und ich Keanu kenne ihn auf Reeves. jeden Fall. Das Ja, ist ja, ein ja. alter Film. Und da geht Al Pacino geht so übers Dach, der spielt ja da den Teufel, ne? Und da wird Keanu Reeves irgendwas klar da. Also genau kriegt die Handlung jetzt auch nicht mehr zusammen, aber er geht da so über diesen. Und dann sagt er so, man kann nicht immer gewinnen und zwinkert einmal so. Und genau an diese Szene denke ich jedes Mal, weil man kann nicht immer gewinnen im Bodybuilding, das geht gar nicht. Selbst Ronnie Coleman hat verloren. Jeder verliert mal. Es ist ein subjektiver Bewertungssport und wenn man verlieren nicht lernt, ist man des Gewinnens nicht würdig. Das ist einfach Fakt. Meine Meinung. Ne? Also, und deswegen sollte man sich auch nicht zu sehr versteifen auf Platzierungen, das, was du gerade gemeint hast, weil dann knickst du wirklich mental weg. Ne? Definitiv. Das ist, denke ich, einer der ersten wichtigen Punkte. Ich sage immer zu den Leuten, wenn sie auf die Bühne wollen, dein erstes Ziel für dich muss sein, also du wirst die bis dato beste Form deines Lebens erreichen. Und wir gehen auch wirklich nur in die Diät, wenn wir der Meinung sind, das passt bis da alles. Und keine Angst, also wenn du irgendwas so hart verkackst, dass ich dann sage, du blamierst dich, dann gehen wir auch nicht hin. So, aber das wird nicht passieren. So, weil wenn wir die Kontrolle haben, dann wissen wir ja, wo du rauskommst. Das andere ist tatsächlich, und ich glaube, das ist das, was ich so immer wieder auch bei Bodybuildern mitbekommen habe, die das öfter und länger gemacht haben und ihre Stacks auch entsprechend aggressiv hatten. Und da kommen wir, glaube ich, zu einem Problem, das man auch nicht mehr so schnell los wird. Das sind tatsächlich langfristige Knackse in der Psyche. Persönlichkeitsveränderungen. Und ich kann es relativ gut beschreiben, weil ich habe so die Definition, die ich erlebt habe, ist, ich hatte das Gefühl, manche können nicht mehr glücklich sein. So, das hatte ich ganz stark. Also das immer irgendwie gefühlt, man hat ja auch noch das Bild des missmutigen, alten, meckernden Bodybuilders im Kopf. Das sind genauso Leute. Und davon habe ich ganz viele getroffen. Das ist nicht nur diese Momentaufnahme, in der du lachst, weil du es witzig findest, dass sie gerade wieder Hipster-Scheiße finden, sondern die finden alles Scheiße. Die finden alles und jeden Scheiße. Der ganze Tag ist Scheiße. So, ihr ganzes Leben ist alles Scheiße. Die regen sich den ganzen Tag nur auf. Und es gibt ein Syndrom, das dahingehend immer wieder genannt wird, und das ist die Nebennierenrindenschwäche. Zum Beispiel. Und hier geht es zum Beispiel eben auch darum, dass es Untersuchungen gibt, dass Steroide wie Trenbolon deine Nebennierenrinden langfristig schädigen können, beeinträchtigen können. Und da werden eben auch Hormone produziert, die mitunter dafür verantwortlich sind, wie du so drauf bist. Ja, Und Dopamin, Serotonin, ne? richtig. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr einleuchtendes Ding. Und das muss sich bitte nochmal jeder klar machen. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe so zwei, dreimal bisher in meinem Leben, ich glaube, darüber hatten wir auch schon gesprochen, Trennmal über eine längere Zeit gefahren. Und ich bin mir sicher, ich habe gemerkt, dass davon so ein Ticken zurückgeblieben ist. So ein ganz kleiner Ticken von dem Syndrom, vor allem in der ersten Zeit danach. Da war das wie so erstmal so. Und überleg mal, du machst das immer wieder und immer wieder. Und die haben ja immer gib ihm um Haut drauf und alles geil und was weiß ich. Und guck dir halt mal an, wie missmutig die Menschen durchs Leben gehen. Und bevor du so ein alter, böser Greis wirst, sage ich mal, glaube ich, bist du erstmal so ein Jan oder so ein Mike. Aber du musst erstmal wirklich klar mit dir kommen. Du bist erstmal depressiv, du bist aggressiv. Und der Weg ist ab da kein einfacher mehr durch dein ganzes Leben ohne diese Hormone. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt. Das heißt, wir haben im Prinzip eine psychische Nebenwirkung, ausgelöst durch eine physische Nebenwirkung, was natürlich dementsprechend in dieser Synergie einen extremen Effekt hat, weil ich mir ja wirklich langfristig was kaputt mache, was ich auch nicht zurückerlangen kann. Weil ich sage mal, die Stimmung an sich in der Diät, Kalorienrestriktion, keine Power, kein Bock auf Training, Stress durch diesen Wettkampfdruck, das ist das eine. Aber eine langfristige Nebenwirkung ist natürlich was anderes, wenn ich mir wirklich eine Hormondrüse zerschieße. Na, ich kann ja auch zum Beispiel mit Clenbuterol mir irreversibel Herzkranzgefäße kaputt machen, wenn ich das die ganze Zeit fresse. Ne? Also ich kann mir durch Medikamentenmissbrauch definitiv Dinge kaputt machen auf Dauer, die meine Gesundheit beeinträchtigen und damit auch meine Psyche. Also das stimmt und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das merkst du bei vielen dann aber auch schon während der Diät, weil die Off-Season soll ja eigentlich so sein, dass es einem da gut geht. Ne? Man kann auch mal eine Pizza essen gehen, du kannst auch mal trainieren. Und wenn du in der Off-Season schon so ein bisschen griesgrämig wird, dann weißt du, die Diät, die wird absolut Kernschrott.
Mit dem willst du dann keine Diät machen, so wenn du schon weißt, wie der in der Offseason drauf ist. Ja. Ja, genau, das ist halt das Ding. Ich habe das, also ich habe das wirklich am eigenen Leib, oder ich habe das mal live, sagen wir es mal so, miterlebt bei jemandem, den ich auch ein Stück weit in meinem Leben an der Seite hatte. Und da habe ich immer mehr gemerkt, so, der hatte mir auch am Anfang wirklich viel mitgegeben, was Bodybuilding angeht. Und also ich konnte den irgendwann auch gar nicht mehr nehmen, egal wie. So, die Kommunikation verlief nicht mehr normal. So, jedes Mal wurde wirklich nur geflucht, geschimpft. Es wurde sich über Kleinigkeiten aufgeregt. Und ich habe das dann zum Beispiel in der Diät, habe ich das irgendwie verstanden. Aber es war noch weit darüber hinaus genauso. Und das ist so geblieben bis heute. So, und ich habe mit der Person auch nichts mehr zu tun. Und das war mir so ein Schreckensbeispiel. Und ich weiß noch, dass ich damals wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten Kontakt hatte und das immer ein Gesprächsthema war im Freundeskreis, wo es immer hieß, ja, dem geht es halt momentan nicht so gut und hier und da. Und ich hatte einen Physio, mit dem war ich immer ziemlich viel am Quatschen. Der hatte sehr viel Ahnung, weil er früher auch sehr viel sowas gemacht hat. Und der hat das ganz locker nebenbei gesagt. Und der hat gemeint, ja gut, der macht halt momentan hart psychische Veränderungen durch den Stoff. Und dann dachte ich so, stimmt, das wird sein, so wirklich, weil alles andere hatte überhaupt keinen Sinn ergeben. Und es war so wirklich voranschreitend spürbar. Und das finde ich halt krass. Ich meine, guck mal, du machst 5 Jahre lang Blast, Alter. 5 Jahre. Hast du da in irgendeiner Art und Weise, nur abgesehen, nicht währenddessen, aber abgesehen davon, wenn du mal ein bisschen lockerer gemacht hast oder jetzt im Nachhinein beim Absetzen, irgendwas davon gemerkt? Ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel davon gemerkt, auch von der Belastung generell auf den Organismus natürlich. Weil ich sage mal so, wenn du jetzt solche Sachen machst, du blastest viel, nimmst auch immer die Rebounds voll mit. Also ich habe ja immer nach dem Wettkampf keine Reverse Diet gemacht. Ich war von meinen, keine Ahnung, 3000 Kalorien, war ich am nächsten Tag auf 6,5 und habe auch wieder voll trainiert. Krass. Ne? Das war zwar alles clean, aber trotzdem ist das ja für den Körper nicht gut. Ne? Und das mache ich auch mit keinem jetzt wieder so. Ne? Also das würde ich keinem empfehlen. Ich habe es damals aber immer so gemacht. Und das war natürlich auch, ich sag mal, wenn du trainieren gehst, dein Rückenstrecker ist zu, die Nase platzt dir auf, du hast die ganze Zeit Nasenbluten, kriegst schlecht Luft, hast einen hohen Blutdruck. Diese ganzen Dinge an sich zu beobachten und dann abends trotzdem wieder auf dem Sofa zu sitzen und sich eine Spritze zu setzen, das kann deinen Kopf auch extrem kaputt machen, weil du die ganze Zeit denkst, okay, das, was ich mir jetzt hier gerade antue, ist absolut gegen meine Gesundheit und gegen alles das, wofür ich eigentlich stehe, weil an sich ist ja ein Fitnesssportler erstmal ein gesunder Mensch, wenn man jetzt die Steroide rausnimmt. Viel Sport, gesunde Ernährung, genug Schlaf, Regeneration, alles immer sehr gut vom Zeitmanagement geplant. Das ist ja an sich erstmal besser als alle anderen Menschen, die das nicht machen. Ne? Aber diese Steroidkomponente, die belastet dich dann natürlich. Und dann hast du auch gleichzeitig diese Kopfbelastung, dass du denkst, das, was ich hier mache, ist nicht gesund für mich. Und das kann dich ja auch in gewisser Weise fertig machen, wo du über Dinge nachdenkst. Denkst darüber nach, ja, wie sieht das in 10 Jahren aus, in 15 Jahren und so weiter. Das kommt aber erst mit der Reife. Wenn du Anfang 20 bist, ist das nicht so. Da denkst du, ja, was kostet die Welt? Her damit dem Zeug. Wenn Ja, ich mit einem Gramm gut aussehe, dann mit zwei noch besser. also ich wollte gerade sagen, ich persönlich muss aber immer wieder sagen, so ich muss dich das auch fragen. Ich glaube, so reflektiert wie du, haben das auch in der Zeit wenige gesehen. Also ich glaube wirklich, dass du einer der wenigen bist, der diesen Hardcore-Lifestyle so gelebt hat. Und tatsächlich, wenn du abends auf der Couch saßt, dir dann wirklich Gedanken gemacht hast, so wenn du weißt, mit was für Nebenwirkungen du so lebst und dass du wirklich, während du injiziert hast, noch gedacht hast, boah, so dass dieses Bewusstsein zu sagen, ich tue mir das jetzt in dem Moment an. Ich glaube, diese Reife fehlt tatsächlich ganz vielen, würde ich jetzt behaupten. Ja, definitiv, aber das ist auch immer eine Frage der Selbstreflexion, weil du musst dich selber ja auch lernen, irgendwann zu reflektieren, auch selbst wenn du bei einem Coach bist. Da geht das manchmal halt vielleicht nicht ganz so gut. Du hast ja noch jemanden, der dir hilft, und du verlernst das vielleicht auch in gewisser Weise, aber trotzdem sollte man sich immer wieder Momente nehmen, in denen man sich überlegt, was mache ich da jetzt gerade? Und ist das jetzt gerade eine Phase oder bin ich in einem Bereich drin, wo ich da gar nicht mehr rauskomme? Und da sind wir auch beim Thema Sucht. Sucht nach Steroiden, Sucht nach Muskeln und Sucht nach Verbesserung. Ne? Weil viele sagen auch immer, ja, so Zufriedenheit. Zufriedenheit ist für mich nicht die gleiche Definition wie glücklich sein. Also
Zufrieden bedeutet für mich, ich habe mich damit abgefunden, dass ich nicht mehr besser werde. Mehr auch nicht. Das hat nichts mit Glücklichsein zu tun. Zum Beispiel in meiner Zeit, ich war oftmals sehr glücklich. Gerade in der Offseason war ich sehr glücklich, wenn ich mich gut entwickelt habe, habe wieder zugenommen jeden Tag. Aber trotzdem war ich nicht zufrieden, weil der Look war ja nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich war vielleicht wässriger oder fetter. Das heißt, ich war glücklich mit dem, was ich erreicht habe, aber trotzdem nicht zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Das ist ein Riesenunterschied. Und da, wenn man das nicht schafft, voneinander zu trennen, dann hast du ein Problem, meiner Meinung nach. Ich denke auch, dass man oft auch gar nicht mehr so die kleinen Erfolge sehen kann. Ne? Ja. Das kommt ja auch gerne mal vor. Da hast du natürlich auch recht. Also was Aber auch ein Riesenproblem ist, ist, red glaube ruhig. ich, Entschuldigung, Nee, red ruhig, red ruhig. Was auch ein Riesenproblem ist, ist, dass viele sich halt selber auch nicht sehen. Ne? Also diese, auch gerade in der Diät, dann praktisch gefühlt jeden Tag immer den Coach fragen, ja, bin ich jetzt besser oder müssen wir nicht jetzt schon besser sein oder so? Es sind ja nur noch 2 Monate, warum bin ich denn noch nicht so gut in Form wie der und der? Und dann kommen die bei Instagram und gucken, ne? Wer steht mit mir da noch auf der Bühne? Und der sieht ja viel krasser aus als ich. Und ich sage, ja, wenn ich deine Bilder bearbeite, siehst du genauso aus. Jetzt guck nicht nach rechts und links, einfach machen. Und das ist halt, das ist dieser psychische Druck, ist durch Social Media extrem mehr geworden. Und dann die mangelnde Selbstreflexion oder das mangelnde Bild, was man von sich selber hat. Diese beiden Komponenten, die führen zu Stress und dann letztlich so eine Mental Breakdown in der Vorbereitung, wodurch viele entweder ganz abbrechen oder reinscheißen und Müll fressen und dementsprechend sich nicht an die Pläne halten. Und jetzt können wir auf jeden Fall, du hast jetzt ein sehr gutes Schlagwort gesagt. Wir können ja jetzt nämlich mal, vielleicht haben wir hiermit schon einige von euch angesprochen, aber wir können jetzt mal zu ein paar von euch kommen, die vielleicht auch gar nicht so krass im Wettkampf geschehen sind. Denn Social Media ist tatsächlich die heutige Bühne geworden. Und Social Media als Bühne, als Plattform bietet dir auch in erster Linie mal auf den ersten Blick viel mehr, als es dir die Bodybuilding-Bühne bietet. Denn Social Media bietet dir riesige Anerkennung auf einen Schlag von im besten Fall hunderttausenden Menschen. Ein paar Hunderte, ein paar Tausende reichen schon aus. Und Social Media bietet instant Verdienstmöglichkeiten, wenn du es klug anstellst. Alle Leute sehen Menschen, die Geld verdienen. Die sehen, ein Jan kann sich plötzlich eine Uhr kaufen. Die sehen, ein Mike fährt ein Auto. Die sehen, ein Max hat eine Firma. Die sehen, Alter, es läuft. So, ne? Es läuft, es läuft. Und das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, Steroide ballern, krass werden. Dann rede ich entweder über Steroide oder ich gehe auf die Bühne oder ich bin einfach der nächste Joe Statics und ich ziehe einfach durch. Und ich glaube, wenn man das genau aus diesem Grund anfängt, dann ist man auch sehr, sehr schnell in diese Falle getappt. Weil wenn du wirklich anfängst, dich nur über das zu definieren, was dort gesehen wird und vor allem, wenn du nicht gleich die Erfolge bekommst, die du dir erhoffst, und das wird nicht so schnell passieren, dann glaube ich, dass Social Media mit die heftigste Falle für deine Psyche ist, die es neben der Bühne, also eigentlich ist es die heftigste Falle, die es, glaube ich, gibt, weil nicht umsonst, das kann ja auch voll nach hinten losgehen. Ne? Du wirst gemobbt, du wirst nicht akzeptiert, du wirst irgendwie, du kriegst Hasskommentare. Damit können viele Menschen tatsächlich auch gar nicht umgehen. Ja, definitiv. Du hast ja auch das Problem, sage ich mal. Du bist auf Social Media und siehst vielleicht auch, das ist vielleicht gar nicht unbedingt ein Konkurrent, aber das ist vielleicht jemand, der auch in Prep ist. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn zum Beispiel eine Bikini-Frau guckt bei einem Classic-Physikathleten in die Stories, der Typ ist professionell und Instagram ist Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich sitzt der abends heulend auf dem Sofa, weil er Selbstzweifel hat, aber in der Story morgens ist er, hey Leute, ich habe jetzt gerade mein Porridge gemacht, jetzt geht gleich ab ins Cardio-Training und so weiter. Ne? Also das, was der über Social Media sagt und was er selber denkt, kommuniziert und fühlt für sich selbst, das sind völlig verschiedene Sachen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und jemand, der jetzt selber psychisch schon labil ist, sich selber mit seiner Form nicht zufrieden ist, eventuell die Dinge schwarz sieht, auch ein negativer Mensch ist generell, in der Diät auch schon in einem harten Kaloriendefizit steckt, der guckt sich diese Stories an und sagt, warum läuft es bei dem so gut und bei mir nicht? Und das ist der Trugschluss, der nicht passieren darf. Und dadurch zerbrechen solche Leute, dadurch fangen solche Leute auch an, Schrott zu fressen und erzählen das ihren Coaches nicht. Und der fragt sich, was ist denn mit dem auf einmal los? Weil er sich schämt, weil er es eben nicht so gut durchführen kann wie der andere wohl offensichtlich. Dass der andere genau solche Probleme hat. Nur vielleicht dadurch, dass er sich über Social Media vielleicht positiver gibt, durch diese positive Einstellung auch ein positiveres Selbstbild transportiert und sich deswegen auch besser fühlt,
Das sieht er ja nicht, weil der die Dinge negativ sieht und auf andere schaut, ne, da gibt es ja auch einen schönen Satz, Verlierer schauen auf den Gewinner und der Gewinner auf sich selbst. Ne, das heißt, wenn du selber das Beste aus deinem Tag machst, egal wie es dir innen drin geht, aber du schaffst dich selber zu motivieren und Social Media kann da auch ein wertvolles Tool sein. Also du kannst auch bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt in Social Media nett bin und immer sage, hier, ey, ich erkläre euch das nochmal, das bringt mir auch bei, nett zu mir selber zu sein. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich persönlich, klar, mich nervt das auch manchmal. Ich bin auch nur ein Mensch, ich habe auch nicht Bock, jeden Tag immer Content zu machen. Aber trotzdem hilft mir das ein bisschen, mein Leben positiver zu sehen. Ja, also ich kann das mindestens genauso wiedergeben. Bei mir ist es so, dass ich durch das, was ich angefangen habe, wie so eine, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich brauche das eigentlich sogar so ein bisschen. Ich fühle mich dadurch gut. Ich fühle mich gut, wenn ich Menschen was näher bringen kann, was erzählen kann, auch wenn mir zugehört wird natürlich. So, das ist natürlich auch die Selbstbestätigung, die ich dann bekomme. Aber auch wenn ich merke, dass ich Menschen direkt helfen kann in Fragerunden, was für krasse Antworten man da teilweise bekommt, auf die Wissensvideos hier auf YouTube, was da teilweise für Kommentare kommen und so. Und ich persönlich, und da gebe ich dir völlig recht, das ist eine krasse Sichtweise, ich persönlich kann mich morgens unfassbar beschissen fühlen. Aber wenn ich anfange, Content zu machen, wenn ich anfange, so ein bisschen, ich steigere mich dadurch rein, so. Ich zelebriere mich selbst in meinen Tag rein. Ich setze mich vor die Kamera und während ich das alles gliedere, was ich so bringen will, kriege ich Freude. Und in dem Moment, in dem ich es vortrage, wenn ich fertig bin, denke ich mir so, geil, Alter, so. Geil, da bin ich so, weißt du, da bin ich so richtig auf Strom. Und das ist wie so eine Droge bei mir, die brauche ich, um mich gut zu fühlen. So, ich brauche das generell auch so, deswegen mache ich auch gerne Schauspiel, dieses ganze Zeug. Und ich kann sehr verstehen, ich kann das wirklich sehr verstehen, weil auch du wirst das kennen. Wenn du immer wieder woanders siehst, dann vergisst du manchmal, dass du ja immer nur die schönsten Ausschnitte siehst, wenn du auf Social Media guckst. Ne? Und gar keine Frage ist, ey, wenn wir uns jetzt, wenn ich gerade die Stories aktuell vom Sadiq sehe oder was weiß ich, ja, gar keine Frage, das ist alles, er ist der krankeste überhaupt, so einer der krankesten überhaupt. Aber natürlich zeigt auch er sich immer vorbildlich und deswegen haben wir ihn in der Offseason noch weniger gesehen. Und das sind alles so Sachen, da muss man immer so ein bisschen Keep it real bringen. Und da bin ich völlig bei dir. Aber ich glaube tatsächlich, dass jemand, versetz dich mal in jemanden rein, der sich da reinsteigert und sagt, ich muss besser werden, ich muss mehr tun. Aber scheinbar nehmen die auch alle was und deswegen muss ich mehr nehmen. Ich nehme mehr und dann kommst du in so einen Trendtunnel zum Beispiel und fängst halt immer mehr an, dich so ein bisschen zu verbuddeln. Du nimmst keine sozialen Kontakte mehr wahr. Und ich glaube, dass du so einen direkten Weg dazu hast. Und das ist etwas, wovor ich jeden warnen möchte. Mir ist das in Corona so ein bisschen passiert, so während dem Lockdown. Ohne dass ich es gemerkt habe. Ich möchte jeden so ein bisschen davor warnen, dass man wirklich nur noch dieses Sprachrohr oder nur noch dieses Abbild der Menschheit hat. Also Corona war ja zwangsläufig so. So, ich habe gefühlt nur noch in Social Media gelebt. So, das war dein einziger Kontakt großartig zu anderen Menschen. Und da kommt es schon relativ schnell vor, dass du dich dann so verbuddelst und nur noch diesen Tunnelblick hast. Und ich glaube, es ist schwer, da auch wieder rauszukommen. Es ist auch, du wirst dir auch nicht erzählen lassen, dass andere Menschen auch Fehler haben. Das ist schwierig. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen das, was man draus macht, ne? Weil der eine sieht das negativ, guckt nur bei anderen und sieht, okay, dem anderen geht es viel besser als mir. Warum ist das so? Mache ich vielleicht was falsch? Dann kommen noch mehr Zweifel und dann ist man in so einer richtigen Abwärtsspirale. Oder aber man macht einfach das Beste draus und ist einfach echt und fängt an, auch was zu machen und teilt sich mit den Menschen. Weil es gibt ja auch genug Leute, die mittlerweile schon sagen, ja, mehr Realität auf Instagram oder so, ne? Also es gibt ja auch diese Plus-Size-Models zum Beispiel, die laden dann mal so ein Bild mit Orangenhaut hoch und da schreiben die Leute ja auch drunter geil, weil die sich einfach was trauen. Das sind einfach mutige Frauen, die dementsprechend sagen, ich habe meine Fehler, aber ich will die zeigen, ne? Also jetzt nicht, dass ich das jetzt irgendwie, ich gucke mir sowas nicht an, aber ich habe das schon mal gesehen, ne? So, aber wenn ich aus sowas jetzt was Positives machen kann, was eigentlich überhaupt nicht positiv ist, eigentlich nur Scheiße für die Frau, dass sie so aussieht, aber sie macht da was Positives draus, dann kann doch jeder aus allem Scheiß was Positives machen. Und selbst wenn ich nur meine Storys selber mache, wo ich mal sage, Leute, ich will euch mal sagen, eine Wettkampfdiät ist nicht immer geil. Ich habe heute Hunger, mir geht's kacke und ich fahre jetzt trotzdem zum Cardio. Das kann demjenigen ja vielleicht schon helfen. Der teilt sich mal mit und mit Sicherheit
hundertprozentiger Sicherheit. Ich habe auch die kleine Athletin aus Berlin, die du kennst, die Charlene, ne? Die hat ja jetzt auch bei der Juniorenmeisterschaft noch gewonnen, da in ihrer Klasse. Gut, da ist immer nicht viel Konkurrenz leider, ne? Weil so junge Mädchen machen das nicht. Aber die hat auch mal in der Diät mal geschrieben, dass es mir scheiße geht, dass es ihr scheiße geht in der Story. Und die Leute haben das aber gefeiert und haben gesagt, ja, ich fühle dich, mir geht's eigentlich genauso, ich mache das, ich zeige das nur nie. Und dann kommt auf einmal eine Community auf dich zu, wo du merkst, ey, mir geht's, ich bin nicht alleine. Und dann kannst du anfangen, das Ganze auch positiver zu sehen, weil dann hast du auf einmal Kraft, die Kraft der Masse sozusagen, die hinter dir steht. Und wenn du ein bisschen Community hast, dann sind die auch bei dir. Es gibt ja nicht nur Hass, gerade auf Instagram ist die Community eigentlich immer ziemlich nett. Auf YouTube geht so. Ne? Ja. Also YouTube ist schon sehr Tastatur-Rambo-artig geworden. Da habe ich noch eine echt coole Community, da bin ich immer sehr dankbar. Aber wenn man sich andere Videos anguckt... Ja, aber die sind immer positiv, ja. Ja, aber wenn man sich andere Videos anguckt, Instagram war immer so ein bisschen Hype und froh und Facebook ist sehr hässlich geworden. Boah, Facebook ist richtig hässlich. Facebook sind richtig Untermenschen am Start. Das ist so krass. Alter, die sind nur am Beleidigen und am Mobben da, ne? Also die finden alles scheiße, alles, komplett. Das sind genau die, wie du gesagt hast. Und da, also da wirklich, es gibt ja auch noch, ich war da bis vor, also ich glaube, ich bin da sogar immer noch drin, nur ich nutze mein Facebook nicht mehr. Also ich war bis vor ein paar, ich will jetzt nicht sagen Monaten, eher schon Jahren, noch aktiv in diesen Facebook-Fitnessgruppen. Und als ich meinen Channel hochgezogen habe, habe ich meine Videos da einfach reingepostet, weil ich dachte so, Mann, ihr müsst das sehen. So. Was meinst du, was da von den letzten Vollidioten, wirklich von den letzten Honks, was da für Sachen kam, Alter? Weißt du, wo sie auch wirklich nur Hass. Auch null auf irgendeiner Grundlage, sondern einfach voll losgehasst. Und ich dachte jedes Mal so, weil ich war damals auch schon so nur eher auf Instagram unterwegs und dachte dann so, oh, bei Facebook gibt es diese Gruppen. Ich war lange nicht mehr auf Facebook, ich gehe da aber jetzt rein und drücke denen meine Videos. Alter, ey, da bin ich aber erstmal aufgewacht. Und ich habe das aber durchgezogen, weil das habe ich dann als Herausforderung an mich selbst gesehen. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, kam irgendein dummer Scheiß. Und ich habe das kontinuierlich gemacht. Ich habe teilweise sogar, ich habe eine Weile lang 4 Videos gemacht, die Woche. Und dann habe ich die alle da reingedrückt. Weil ich habe gedacht, so jetzt komm, halt die Fresse, halt die Fresse. Und irgendwann haben die Schnauze gehalten. So, irgendwann haben die einfach die Schnauze gehalten. Und das ist eine wichtige Nachricht für euch alle. Menschen sind generell so, wenn du etwas machst, das sie nicht machen, oder wenn du etwas neu anfängst, wenn du etwas neu startest, dann hast du in ihren Augen erstmal keine Berechtigung, das zu tun. Einfach, weil du neu bist. Jemand anders, der es ganz genau gleich macht wie du, du machst es vielleicht sogar besser, aber er macht es schon seit 3 Jahren, der darf das, du nicht. Du vergiss es. So. Und wenn du aber einfach weitermachst, vertrau mir, wenn du einfach weitermachst, dann halten die ihre Fresse. Und das ist so, das ist, denke ich, auch eine wichtige Prüfung für jeden in jeder Lebenslage. Mit dem, was du machst. Du machst Content, die Leute machen dich plötzlich nieder. Mach weiter. Die wissen gar nicht, warum du den Content machst. Vielleicht machst du den Content nur, weil du siehst, Jan ist jeden Tag gut gelaunt. Und ich sag mir, ich will das für mich probieren. Und ich habe gar nicht den Anspruch, morgen 5.000 Follower zu haben oder 50.000, sondern ich möchte für mich selbst Stories machen, weil ich mir das angucken möchte, weil ich mich motivieren möchte. Und wer seid ihr, andere Menschen, die ihm dann unter die Bilder kommentieren, du Spacko, was bist denn du für ein Lauch oder so? Das kann doch nicht wahr sein. Und das geht wirklich an jeden, der das macht, so mach weiter und die werden irgendwann die Schnauze halten. Das ist unfassbar, wie Menschen da drauf sind. Ich hab jetzt mitbekommen neulich über 5 Ecken, dass eine Athletin, die mich kennt, mit der hatte ich auch früher mal ein bisschen Kontakt, die wollte eigentlich zu mir ins Coaching, nicht zu mir ins Coaching gekommen ist, weil ich in meinen Instagram-Stories immer so viel rumjammere, dass ich so viel zu tun habe. So, das sind erstmal die Fakten. Jetzt sage ich an der Stelle, vielleicht mache ich das ja, um mir ein bisschen den Druck wegzunehmen. Vielleicht mache ich das ja, weil ich das mit meiner Community teilen möchte, dass ich vielleicht Stress habe, dass ich sage, okay, ich baue meinen Stress auf die Art und Weise ab, dass ich mit der Community teile, dass ich viel zu tun habe. Oder das hat ja nichts mit Rumjammern zu tun. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Sprachrohr für mich, Instagram, weil ich darüber ganz viele Coaching-Kunden erreiche, die sagen, okay, ich sehe, dass Jan auf Meisterschaft ist, ich schicke ihm einen Check-in am Montag, weil er ist ja wieder da und ist frisch und kann ihn besser beantworten als am Samstag um 23 Uhr. Ne? Und das ist halt auch einfach völlig falsch gedacht in dem Moment. Ne? Also die Welt ist ja grundsätzlich, wir sind ja alle nur Menschen und alle haben auch ihre Fehler und alle sind auch mal überlastet und alle sind auch mal traurig. Ne? Und wenn ich jetzt kommuniziere, Alter, ich muss heute 15 Stunden arbeiten. So, ich hab auch 3 Jobs. So, ne? Andere haben auch vielleicht 3 Jobs oder 4 und sagen das nicht, aber denen gibt das nicht das Recht, mir zu sagen, dass ich das nicht mitteilen darf.
meiner Communities, Richtig. meine Meinung, weil das für mich einfach auch ein Ventil ist. Für mich ist Instagram auch ein Ventil, mich mitzuteilen und mich mit meiner Community zu vernetzen. Und das ist für mich auch sehr wichtig, bin ich ehrlich. Also das ist auch für mich eine ganz wichtige Stütze in meinem Leben. Ich Also sehe so das sehe auch ich das. so. Ich sehe das auch so. Ich meine, hier gibt es auch Leute, die das fake-mäßig nutzen und die ganze Zeit so tun, als hätten sie alle Hände voll zu tun, weil das ja natürlich auch irgendwo Erfolg suggeriert. Aber hier ist kein Fake it until you make it oder so. Ich bin so auch seit Tag 1 Hustler den ganzen Tag. Erst bei Bigson an der Theke, dann noch in die Studios, Personal Trainings auf die Hand gemacht, Schulden abgezahlt damit und so. Und du hast mir auch deine ganze Geschichte erzählt, Fitnessstudio gehabt, dann Corona-Zeit, harte Zeit gehabt und dieses, jenes. Und ich persönlich zeige in meiner Story eigentlich auch alles, was ich mache. So, ich bin jetzt am Laptop, ich bin jetzt Personal Trainings machen, ich trainiere jetzt selbst. Und zu mir sagt jeder, der mich trifft, sagt, Alter, wie viel machst du eigentlich? Und immer, du hast dann auch recht, damit nimmt man sich Druck. Weil wenn ich zum Beispiel jemanden beim Coaching, ich antworte immer innerhalb von 24 Stunden, das ist so mein Anspruch. Und es kommt aber in letzter Zeit auch mal hier und da vor, dass es 48 werden oder fast 48. Und dann entschuldige ich mich auch und sage, sorry für die späte Antwort, aber das und das. Und dann sagen die immer sofort, ja, habe ich doch gesehen, ist doch alles gut. So, habe ich doch gesehen. Also ich sehe ja, dass du hast zu tun. So, ich warte, ich kann warten, ich weiß, du meldest dich. Und da hast du auch völlig recht, damit nimmt man sich ein bisschen Stress raus. Und ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin, für mich klingt es so, als wollte man das eben auch falsch verstehen, dass du zu viel zu tun hast. Weil mich schreiben ganz viele Leute an, jeden Tag, die gecoacht werden wollen und die sagen, ich weiß, du hast viel zu tun, aber hast du noch einen Platz frei? So, und das sind ja die, die wirklich zu dir wollen. Und ich glaube, das sind auch die, die dann mit dem gewissen Arbeitseifer bei dir landen. Und das sind alles so Sachen, man kann Social Media interpretieren, wie man will. Aber kommen wir doch mal zu dem offensichtlich schwächsten Punkt von einem jeden Fitnesssportler. Zumindest von den meisten, möchte ich meinen. Denn viele von uns haben den Sport aus genau einem Grund angefangen. Viele, ich sage nicht jeder. Aber ich glaube, sehr viele von uns haben ein sehr dünnes Selbstwertgefühl gehabt. Vielleicht immer noch, vielleicht nur vergraben unter viel Muskulatur. Aber ich habe bei ganz vielen Athleten und auch Athletinnen, und wirklich, ich rede hier nicht nur von Frauen, man sollte meinen, es geht um Frauen, aber gerade bei Männern ist das krass. Ist auch bei mir, bin ich offen drüber, ist immer noch so eine Gratwanderung teilweise, manchmal so ein bisschen mit meinem Ego hier und da, obwohl ich damit relativ gut klarkomme mittlerweile, aber es ist der Anspruch an mich. Bei mir geht es gar nicht darum, was habe ich gewonnen, wie viel Geld habe ich verdient oder so, sondern bei mir ist es immer, ich sehe mich und ich habe eine Vorstellung von mir und werde ich der gerade gerecht oder nicht. Und wenn ich mehr Business mache und vernachlässige das ein bisschen, dann habe ich ein schlechtes Gefühl und ich komme mit mir selbst nicht mehr zurecht, weil ich sage, was bist du für ein Lutscher? So, was bist du für ein Lutscher? Du bist keiner von denen, die jetzt alles vernachlässigen. Du bleibst gefälligst in Form. Das ist dein Anspruch an dich. Und ich meine das auch völlig ernst. Ich will das genau so haben. Und ganz vielen Athleten geht es halt auch so. Die haben eine sehr krasse Gratwanderung ihr ganzes Sportleben, die sie vornehmen, zwischen dem, wie jemand aussieht, den sie vor sich haben, zwischen dem, wie sie selbst aussehen wollen und zwischen dem, was sie vielleicht noch erreichen könnten. Und sich immer wieder fragen, wer kann ihnen dabei helfen? Inwiefern betrifft es vielleicht auch ein bisschen dich und was hast du für Erfahrungen damit? Ja, also grundsätzlich, ich glaube, jeder möchte irgendwo akzeptiert werden. Ne? Das liegt in der Natur des Menschen, dass man einfach auch, wir sind ja irgendwo Herdentiere. Es gibt zwar viele, die eher so ein bisschen einzelgängermäßig sind, das sind auch viele Bodybuilder, aber grundsätzlich ist es immer so, warum gele ich mir morgens die Haare? Warum ziehe ich zwei gleiche Socken an? Weil ich gerne natürlich der Norm entspreche. Ich bin gerne unter Menschen akzeptiert. Also wenn ich am Hauptbahnhof stehe, nackt, dann würden definitiv ein paar Leute sagen, so funktioniert das hier nicht. Und wenn ich da angezogen stehe, dann beachtet mich keiner, weil ich einfach in der Herde normal bin. So, und diese Akzeptanz möchte jeder haben. Und wir haben nun mal ein Weltbild kreiert über die Jahre, was einfach sagt, wenn du in einer guten körperlichen Konstitution bist, sprich als Mann Sixpack, breite Schultern, dicke Arme, ein fittes, athletisches Aussehen, ein gesundes Gesicht, eine gute Farbe im Gesicht, also jetzt nicht so käseweiß oder bleich oder wie auch immer. Gesundes Äußeres ist einfach das, was in der gesamten Menschheit, sage ich mal, mehr akzeptiert wird als eben ein kränkliches und unmuskulöses Aussehen. Das haben wir uns so hingebastelt. Das hat auch einen genetischen Ursprung, weil einfach auch Frauen das besser finden, wenn der Mann ein bisschen mehr Muskulatur hat, weil er dementsprechend stärker ist und die Frau besser verteidigen kann. So ist das ursprünglich mal gewesen. Ne?
So, kein Stein gekommen von irgendeiner Feministin, aber heutzutage ist das zwar nicht mehr so, aber früher war das mal so. Ja, und da kann auch keiner was anderes sagen. Früher war das so in der Höhle, da hat der Mann gejagt und die Frau hat dafür gesorgt, dass das alles funktioniert. Ne? Also so war das schon immer. Und heute ist das zwar ein bisschen anders, aber grundsätzlich kommt daher unser Gefühl natürlich auch, dass wir als Männer gerne muskulös sein wollen. Und dementsprechend ist natürlich das Ganze auch für uns schwierig, wenn wir jetzt beispielsweise eine schlechte Genetik, die meistens einfach nur Faulheit mit schlechter Ernährung einhergeht, hat, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich dann auch weniger akzeptiert werde. So, und schlechteren Anklang habe, vielleicht in der Schule gemobbt werde, wie auch immer. Wenn ich, das kennt man ja von damals aus der Schule noch, die Jungs, die im Sport besser waren, die waren auch in der Regel in der Klasse angesehener als die, die schlechter waren. Ist einfach Fakt, ne? Und das zieht sich dann sofort. Und wenn du dann die Jungs im Fitnessstudio siehst, natürlich wollen die viel Muskulatur haben, weil die wissen, das kommt dementsprechend in der Gesellschaft einfach besser rüber, wenn sie so aussehen. Und erhoffen sich dadurch mehr Selbstbewusstsein. Das war bei mir genauso tatsächlich. Das war bei mir komplett genauso. Also ich habe das auch so gewollt und es hat mir tatsächlich auch genau das gebracht. Ich bin selbstbewusster geworden, ich bin mehr akzeptiert worden, ich habe auch bei Frauen mehr Erfolg gehabt, mir ging es besser. Besser, einfach psychisch auch besser als vorher. Ne? Mit 18, 19 oder so, da sah ich nicht so gut aus. Mit Mitte 20 sah ich Bombe aus, nach den ersten 4, 5 Jahren Training. Das war ein ganz anderes Lebensgefühl. Komplett anders. Komplett anders. Ne? Und deswegen hat mir der Sport eigentlich auch, was das angeht, eigentlich alles gegeben. Auch das, was ich heute bin. Ne, das, was ich heute bin, bedeutet ja auch, ich habe damals auch im Fitnessstudio auch gemerkt, dass ich dadurch besser verhandeln konnte. Besserer Verhandlungspartner war, wenn ich irgendwelche Verträge abgeschlossen habe, härter war, auch mit Mitarbeitern besser umgehen konnte, diplomatischer geworden bin, schlauer geworden bin. Und das sind alles die Dinge, die mir das gebracht hat. Und am Anfang war ich nicht so. Als ich noch Jugendlicher war, war das nicht so, definitiv. Es bildet ja auch wirklich. Und ich denke, das ist das Wichtige, das man davon mitnehmen kann, ist, dass das zwangsläufig irgendwie deinen Charakter formt und dass du daran wachsen kannst. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass jemand, der so ein bisschen sein Selbstwertgefühl aufpäppeln will und besser akzeptiert werden will, der geht so bis zu dem Punkt Beachbody. Dann hat ihn eigentlich jeder, ausnahmslos jeder in der Gesellschaft akzeptiert. Männer und Frauen, alt und jung. Du bist für jeden objektiv perfekt. Was treibt aber dann jemanden dazu, das Ganze so ins Extreme zu treiben und wirklich so unfassbar muskulös aussehen zu wollen und darüber hinaus? Und deswegen glaube ich schon, dass man sagen kann, das sind die, die wirklich sagen, ich muss das beweisen so. Ich will mehr als die Norm sein. Ich will anders als die Norm sein. Ich war früher in der Schule im Sport eben nicht der Beste. So. Ich habe unter dem einen, der schon als einziger Bauchmuskeln hatte, immer gelitten. Und der in der Schule, der Stärkste, der hat mich immer geboxt. So ähnlich war es ja bei mir auch. Und dass man sich dann irgendwann sagt, ich muss darüber hinaus stark werden. Und also, ob es dir gefällt oder nicht, viele von uns, ob männlich oder weiblich, teilen genau dieses Profil. Und uns allen muss klar sein, dass wir deswegen auch mehr oder weniger eine etwas delikate psychische Ausgangslage haben. Und genau deswegen sind wir anfällig dafür, uns so hart zu vergleichen. Genau deswegen kann, und das ist ja ein Scherz, aber das passiert wirklich, kann jemand sich wirklich einen ganzen Tag schlecht fühlen, wenn du unter sein Bild schreibst, Alter, deine Waden sind ja klein. So, ne? Das kann wirklich sein. Und ich finde, jeder von euch ist wirklich gut damit beraten, wenn er stark daran arbeitet, aufzuhören, das so krass zu idealisieren. Sieh, was du bisher geschafft hast, in jeder Situation, das hilft dir. Sieh, was du bisher geschafft hast. Sieh, was du für deine Maßstäbe geschafft hast. Schau dir ein Bild von dir an, als du den Entschluss gefasst hast, dieses Leben zu beginnen. Und dann orientier dich an dir. Weil wenn du auf andere guckst, wirst du dich immer schlecht fühlen. Ne? Wir beide haben viel erreicht, so sei es geschäftlich. Für andere haben wir viel erreicht, sei es körperlich. Für andere haben wir viel erreicht. Wenn wir uns aber jetzt mit irgendjemandem messen, den wir bewundern, dann sind wir gar nichts. Das darf uns aber nicht depressiv machen, sondern das sollte uns motivieren. Ich denke, das ist immer so der Punkt. Als Motivation kannst du alles mitnehmen. Ja, ist aber auch eine Frage, was für eine Ausgangslage du hast. Ne? Jeder Mensch, also es gibt verschiedene, es gibt Leute, die sind auch völlig zufrieden mit dem, was sie haben. Also ich kenne ganz viele Männer, die auch im Fitnessstudio trainieren und zu mir zum Beispiel sagen, so wie du will ich gar nicht aussehen. Ist ja auch die Frage, ob das dann immer die Wahrheit ist. Einige würden vielleicht sagen, das vielleicht auch nur, weil sie wissen, dass sie es nicht erreichen können. Aber andere sagen auch, ich begnüge mich mit sehr viel. Das sind aber auch die Leute, die zum Beispiel irgendwo angestellt sind und ihr Leben lang bis zur Rente auch das Gleiche machen, ohne Aufstieg, ohne Fortbildung, ohne weitere Perspektive. Die sagen, ja, mein Job macht mir Spaß, den mache ich jetzt 60 Jahre, dann gehe ich in Rente
Und dann gucke ich mal, ne? So, bis ich tot bin, ne? Ohne Spur, so. Und so war das bei mir nie. Ich habe immer, wenn ich irgendwas angefangen habe, habe ich gesagt, was kann ich da noch draus machen? Wie komme ich weiter? Wie werde ich besser? Frag doch mal den Elon Musk, der hat wie viele Milliarden? Über 200? So, frag den doch mal, ob er nicht gerne 300 hätte. Warum macht er denn noch weiter? Der könnte ja einfach aufhören. Ne? Der hat mehr Geld als alle anderen zusammen. Und So da nach geht's dem Motto. genau, und Ne? Ich das ist glaube, genau der Punkt. so. So, und das ist auch so jemand, der sich sagt, nee, ist zwar schön, was ich jetzt hier erreicht habe, ist auch toll, dass ich ein paar Firmen habe und so weiter und auch der reichste Mensch der Welt bin nebenbei, aber deswegen höre ich ja jetzt nicht auf, Geld zu verdienen. Im Gegenteil, ich kaufe noch mehr Unternehmen und kriege noch mehr Geld. Na, ist mir auch scheißegal, weil das einfach, der holt sich auch auf sich selber einen runter, weil er das geil findet. Und so ist das bei Mr. Olympia auch. Der sagt auch, hier, Jay Cutler damals 2009, Quadstomp, bam, ich habe die dicksten Beine der Welt, guckt mich an, wo ist meine Trophäe? Ja, also dementsprechend, und der hat auch nach der Bühne sich wahrscheinlich gedacht, wie werde ich noch besser? Gut, dann hat das ein bisschen verkackt, aber das jetzt mal davon ab. Aber es gibt halt immer die eine Sorte von Menschen, die sagen, das passt mir so, was sie so erreichen, sind ein bisschen tiefer gestapelt, und diese, die durch die Decke wollen. Und die, die durch die Decke wollen, da ist die Frage, machen die das wirklich aus intrinsischer Motivation oder machen die das nur, weil sie gerne jemand wären, der sie eigentlich nicht sind? Und diese Zweiteren, die fallen oft aufs Maul, weil die dann eben dementsprechend irgendwann dem Druck nicht mehr standhalten. Und das ist ganz gefährlich. Und da muss man auch denjenigen einschätzen können. Und da ist auch wieder, um den Kreis da jetzt zu schließen, musst du als Coach auch, und da wirst du mir bestimmt recht geben, diese Leute erkennen und gegebenenfalls in die richtige Bahn lenken. Ja, man, das müssen wir auch immer wieder hier sagen. Das gilt auch wirklich für jeden, der jetzt bei mir oder bei Jan im Coaching-Team ist. Ich weiß, es gibt Coaches, die sich komplett davor verschließen, persönliche Gespräche mit ihren Klienten zu führen. Ich finde das weder zielführend, noch finde ich das in irgendeiner Art und Weise angebracht, weil du musst wissen, was den Menschen bewegt. Und wenn du nicht verstehst, wie er tickt, wenn du nicht weißt, was seine Beweggründe sind, wahrscheinlich sogar, was seine Leidensgeschichte ist, was sein Hintergrund ist, was sein Werdegang ist, wenn du das nicht weißt, dann kannst du ihn nicht einschätzen. Dann kannst du ihn nicht motivieren, du kannst nicht mit ihm umgehen. Du musst verschiedenen Menschen unterschiedlich begegnen. Das liegt ganz, ganz stark daran, was für ein Typ der Mensch ist. So musst du den Menschen nehmen, so musst du ihn, so kannst du den einen mit einem Spruch motivieren, den nächsten verschreckst du. Und das sind genau diese Dinge, das, was du gerade gesagt hast. Wir sind tatsächlich auch irgendwo, ob wir es wollen oder nicht, sind wir Psychologen. Natürlich würden wir niemals, wenn jemand harte psychische Probleme hat, das hatte ich einmal im Coaching, würde ich mich niemals erdreisten zu sagen, ich kann das klären. Ne, sondern dann verweise ich auch wirklich darauf, dass er sich Hilfe holen soll. Und da hast du aber wirklich was gesagt. Also wir sind dahingehend tatsächlich nicht zuletzt durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und weil wir im selben Boot mit euch sitzen, wir sind auch aus so einer Motivation heraus das geworden, was wir heute sind. Und wir sind noch lange nicht am Ziel, wir kämpfen immer noch damit, sei es mit dem Ego, sei es mit der Zielsetzung, sei es mit dem Spiegelbild, sei es mit allem. Und wir sind zumindest dahingehend für euch da, weil diese Nebenwirkungen, die wir gerade beschrieben haben, gegen die gibt es kein Geheimrezept. Du kannst sie nicht verhindern. Oft treten sie einfach auf und dann befindest du dich mittendrin. Und ich glaube auch, dass es hier oft so ein bisschen wichtig ist, dass du dich mit irgendjemandem ausquatschen kannst. Und also wenn es da darum geht, ob du jetzt überlegst, ob du deinem Coach, mir oder Jan, schreiben sollst oder nicht, sage ich auf jeden Fall, mach's. Sowas gehört auch in ein wöchentliches Update rein. Ne? Ich Ja, sag auch immerhin ja. meine Check-ins. Auch nicht nur läuft die Verdauung und so, sondern spielt der Kopf auch mit. Funktioniert das für dich? Ne? Das ist, schreiben viele auch von alleine einfach mit rein. Sagen einfach, Ja. ja, heute Wohlbefinden nicht so gut, keine Ahnung, kein Bock auf nix oder so. Schreiben manche einfach mit rein, so, ne? Auch in den wöchentlichen Verlauf. Und da siehst du das dann halt auch. Und dann kannst du ja gucken, ob du dann denjenigen so einschätzen kannst, dass er so stark ist, dass er das selber einigermaßen einschätzen kann. Und du sagst nur, wird schon wieder. Oder ob du mit dem wirklich das Gespräch dann suchst, ne? Gute Worte hierhin. Also ihr seht, das war tatsächlich mussten wir immer so ein bisschen gucken, in welche Richtung gehen wir, welche Situation ist es und gibt es dafür überhaupt irgendeinen Ratschlag, der dir explizit helfen kann? Kannst du überhaupt vermeiden, da so reinzurutschen? Ich denke, die Dinge, die wir als letztes hier gesagt haben, dass du dir eben immer bewusst sein musst, wer du bist, wo du angefangen hast, was dein Ziel ist und dass andere Menschen eben von ganz woanders gestartet haben und vielleicht auch ganz woanders hinwollen. Auf gut Deutsch, kehr vor deiner eigenen Tür. Ich glaube, dann wirst du immer sehr, sehr gut und reflektiert durchs Leben gehen können. Und ja, ein paar Sachen auch dabei gewesen, wo man selbst, glaube ich, nochmal so ein bisschen nachgedacht hat und gesehen hat, krass, das bin ich auch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit solchen Mental Breakdowns gemacht habt.
Bist du vielleicht in der Situation gewesen, dass du ein Ziel hattest, das erreicht hast und danach hast du gesagt, jetzt habe ich keinen Sinn mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich werde jetzt fett, ich hasse den Sport jetzt oder was weiß ich? Oder sagst du wirklich, ich glaube, der Stoff hat mich nachhaltig verändert? Teil diese Erfahrung gerne mit uns. Ich kann das nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe das nach ein paar Mal wirklich auch gemerkt, dass da was im Kopf anfängt zu drücken. Und es hat mich immer wieder an den besagten Herrn erinnert, mit dem ich diese Erfahrung damals machen musste. Und es galt für mich immer bis heute als abschreckendes Beispiel, weil der war wirklich unerträglich. Und das war vorher echt ein Korrektor. Und das möchte ich jedem von euch nochmal mitgeben hier. Wir reden tatsächlich über Side Effects. Es sind Steroide, die thematisiert werden. Und das sind auch Nebenwirkungen von Steroiden. Ja. Gut. Absolutely wonderful. Dann haben wir es wieder. Und ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne mit Jan 10 oder Mike 10 auf bigzone.de bestellen, wenn ihr Bock habt. Und der gute Jan kann jetzt noch ein bisschen raushauen. Ja, wir haben auch, ich habe mir hier ja schon mal was vorbereitet. Wir haben ja unsere neue Formel vom Hart Plus am Start. Sieht man es überhaupt? Mein Ring, ich Jawohl, blende man so. sieht's, man sieht's. Das Hart Protect wurde überarbeitet, heißt jetzt Hart Plus. Richtig. Mit neuen guten Inhaltsstoffen. An dieser Stelle nochmal, du hast ein Video drüber gemacht auf dem YouTube Big Zone Channel. Gerne nochmal das Video abchecken. Ein sehr Genau. gutes Produkt, weil vorhin hatte ich gerade Clenbuterol und irreversible Zerstörung der Herzkranzgefäße in den Raum Da geworfen. wollte ich es auch Hat schon zwar fast erwähnen, ja. nicht zum Podcast gehört, aber gerade auch gegen linksventrikuläre Herzinsuffizienz vorbeugend Ayuna mit drin. Tolle Formel. Ja, glaube ich, von dir und Max, glaube ich, die neue Formel, soweit ich das verstanden Ja, habe, also glaube ich, ne? von Oder? dem ganzen Produktentwicklerteam. Max hatte ein paar Eindrücke dazu gegeben. Die konnte man leider nicht alle verbauen. Der Rostkastanienextrakt, den er unbedingt drin haben wollte, der ist drin. Der übrigens auch tatsächlich erwiesenermaßen gegen venöse Insuffizienz wirken kann, was ja auch schon mal nochmal eine weitere brutale Ecke Richtung Herzgesundheit ist. Und check das Produkt ab. Also lohnt sich wirklich sowohl für jeden Fitnesssportler als auch für jeden Stoffer, als auch generell. Es gibt genug Leute, die nehmen für ihre Herzgesundheit schon Q10. Dieses Produkt ist der Ferrari. So, da ist Q10 gar nichts dagegen als Einzelprodukt. Deswegen probiert es gerne aus und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne noch Vorschläge rein für weitere Side-Effects, die wir behandeln sollen. Ansonsten schaut natürlich auch bei Jan auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da seht ihr auch immer wieder unsere Podcasts. Und wir sehen uns ansonsten, nachdem ihr auch hier gerne ein Abo gelassen habt, das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Ciao. Fight back.